Hallo und herzlich willkommen zurück zum spannendsten aller Spiele. Brothers! Brothers! A Tale of Two Sons. Tja, die Frage ist, wie wir hier wieder rauskommen. Ich habe gar keinen Plan gerade, ob wir da der Affenfrau irgendwie, der Affenfrau, der Trollfrau irgendwie folgen müssen. Ich versuche jetzt mal hier. Es scheint mich noch nicht zu sehen. Aber wo soll ich hin? Irgendein Button. Okay, er möchte offensichtlich nicht hier lang. Kann man Ari den hier hinlocken? Okay! Das reicht schon. Offensichtlich können Trolle schwer Stufen gehen. Aber wie komme ich denn hier? Okay. Das solltest du doch gar nicht! Wow! Kann es sein, dass wir den hier einsperren müssen? Das versuchen wir jetzt mal. Ah, er kann da durch. Das ging einfacher als erwartet. Dummer Troll. Dummer, dummer Troll. Ah. Frau Troll hilft uns also. Dann wollen wir doch die Hilfe direkt mal in Anspruch nehmen. Haben wir also den Troll auch schon eingesperrt. Also, hier geht's ja drunter und drüber. Was passiert hier? Ich gehe mal lieber hier lang. Die Steuerung, Leute. Ja. Sehr gut. So. Ja. Alter, ich raste hier noch aus. So. Der muss immer links und er muss immer rechts, sonst geht's nicht. Okay. Tja, kann es sein, dass so einfach richtig ist? Entschuldigung. Ah, da musste ich mal kurz ausniesen. Frau Troll? Kommt die nicht mit? Was ist hier? Okay. Okay, wir müssen also offensichtlich doch noch was anderes tun. Dann noch mal zurück. Wollen wir doch mal schauen. So, Steve kommt wieder zurück. Drehen. Und hier hin. Was passiert jetzt? Hallo, drehen. Leute. Würdet ihr es bitte drehen? Ah, jetzt kann sie. Ah ja, okay. Mussten sie also erst abliefern. Weiter. Oh, Leute. So. Jetzt können wir hinterher. La-di-da. La-da-da-di-da-da-da-dam. So-do-do. Lo-do-do-do. Ah, sie hat das Tor aufgemacht. Das kann sie offensichtlich. Ah, eine Sequenz. Ah, ihr Mann!
Also mit Höhen haben Trolle ein Problem irgendwie. Mit Stufen und... Oh. Oh Gott. Was? Okay, das kann er jetzt mal wahrscheinlich. Komm, Ari! Lock ihn hier rum! Wieso bricht es nicht? Okay, wahrscheinlich müssen wir die Ketten da erstmal irgendwie lösen. Was bedeutet... Oh nein, das geht knapp daneben. Jawohl. Hier, hallo. Also wenn er einmal am Rennen ist, kann er den nicht mehr abbrechen, den Run. Bam! Und jetzt einmal hier. Ja, ja, kannst du sauer werden. Wenn du jetzt einfach da reinrennst, naja, Troll halt. Und tschüss. Na gut, dann muss Johnny Drama auch nochmal ran. Und... Tschüss! Ah, die helfen uns. Geh auf deine Seite, Ari. So. Vielen Dank. Nichts zu danken. So, die beiden haben wir auch zusammengeführt. Wie schön. Oh, jetzt sind wir aber weit oben in den Gipfeln der Nebelberge. Tschüss, ihr beiden. Dankeschön für eure Hilfe. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Pflanze, nach dem Etwas, nach der Essenz. Ah, schön hier. Es kommt so ein bisschen Herr der Ringe-Feeling auf. Ja, geil. Weiter geht's mit Brothers. Oh, da ist der Vater. Dem geht es offensichtlich nicht ganz so gut. Wir müssen uns also ein wenig beeilen. Wir uns denn hier? Wo befinden wir uns denn hier? Wo ist Ari? Und was ist das da hinten? Ach, da liegt Ari. Habt euch aber ein schönes Camp hier gemacht, ihr beiden. Oh Gott, das sind nicht nur ein, das ist nicht nur ein Wolf, sondern schon auch einige. Nein. Aufwachen, Ari. Tja, und jetzt? Kann ich die verjagen? Okay. Hauen wir ab oder was? Kann wir hier. Da können wir nicht lang. Was soll ich denn jetzt machen? Kann sein, dass man. Okay. Ja, was. Ah!
Ja. Also ich kann damit rumfuchteln. Versuchen wir das mal. Aha. Komm hier, komm. Schabatabata. Schabatabatu. Hopp. Oh Gott. Ich sollte vielleicht mit kleinen Ari in der... Ah! Oh, warum? Okay, also bleiben wir lieber mit kleinen Ari hier ganz nah. Okay, das ist schon nichts für mich hier. Das wird nichts. Ich sehe das doch schon kommen. Mit der Steuerung komme ich doch überhaupt nicht klar. Kommt jetzt hier der Typ wieder von hinten? Präventiv mal schlagen. Alter. Was Ungenuss. Ungenuss. Ach du Scheiße, da hängen mal schön ein paar Leichen durch die Gegend. Wer hat die denn aufgehangen? Ich meine, die Wölfe werden es wohl nicht gewesen sein. Das ist aber jetzt ein bisschen gruselig. Zwei Brüder allein im Wald. Das Heulen laut erhallt. Von den Bäumen hängen Leichen. Ein Friedhof. Ja, verdammt, da reimt sich gerade nichts drauf in meinem Kopf. Schauen wir uns mal hier die Umgebung an. Hier ist nämlich eine Bank. Ja, man sieht eine kleine Kirche, eine Glocke, einen Friedhof und rote Rosen. Und eine Engelsstatue. Schauen wir mal weiter, was hier so abgeht. Vielleicht sollten wir mal einfach an der Glocke hier bimmeln. Oh. Licht an. Licht an. Tür auf. Hallo! Na, wer sind Sie? Wen Hadi, Ari? Ja, vielen Dank für diese wunderbare Auskunft. Komm, Ari, zeig doch nochmal, was du so drauf hast. Kannst du nicht mit dem interagieren? Nein, offensichtlich nicht. Mach uns mal das Tor auf, alter Mann. Mit den O-Beinen. Danke. Vielen Dank. Lass uns nur tiefer in den Wald. Oh je. Wo ist unsere Fackel? Nein, warum? Wieso haben wir keine Fackel? Okay. Warum schwimmen hier Fackeln drin herum? Kann ich bewegen? Okay, ich kann schon wieder steuern. Halt dich doch mal an deinem Ruder fest, du kannst überhaupt nicht schwimmen. Okay, das hätten wir. Und jetzt? Oh je. Oh je, oh je. Sollen wir der Fackel hinterher?
Okay, da ist der Timer abgelaufen. Verdammt, scheiße! Okay. Wir sehen uns das nächste Mal an dieser nassen Stelle wieder. Bis dahin, mach's gut.